Guten Morgen, man ist auferstanden. Und heute war das nicht so kalt wie gestern, also man hat dieses Mal gar nicht gefroren. Hier, guck mal, man steht hier mit diesem Ausblick hier auf. Und draußen ist windig und sowas und grau und so. Aber Hauptsache, wir haben Ausblick. Und hier, wie heißt das nochmal? Gleich Sachen packen, Kaffee trinken, Zähne putzen und dann zurücklaufen bis zum Bahnhof. Also wieder bis nach Osterode. Und dann von dort aus mit dem Zug wieder, ja, lange Zeit mit dieser nervigen, versifften Maske da rumsitzen und rumfahren. Wir teilen uns den Niedersachsen-Ticket. Wir fahren bis nach Celle. Da steigt mein Bruder aus und dann fahre ich dann wieder über nach Hannover und nach Bremen zurück. Das heißt, lange Bahnfahrt. So, ich bin gerade auferstanden. Und hier, guck mal, hier ist diese Aussicht, von der ich gerade vorhin gesprochen habe, wo man hier runter gucken kann. Diese Aussicht ist das. Und das hier, das ist diese Schutzhütte, wo wir gepennt haben. Und hier, auf diesem Boden, also da, wo dieser Schlafsack ist, da habe ich geschlafen. Und hier, auf diesem Boden, hat mein Bruder geschlafen. Genau, so haben wir heute geschlafen. Mit diesen hier Ausblick. War voll cool, Nacht gewesen. Und jetzt gleich, ja, das machen, was ich vorhin gesagt habe. So, jetzt wird Kaffee gemacht. Erstmal hier Spiritus reinkleckern. Feuer. Also anzünden heißt das. Jetzt Topf drauf. Wasser reinmachen. Kaffeepad. Und jetzt zumachen. Und jetzt, ihr wisst schon Bescheid, so lange warten, bis dann gleich der Dampf kommt. Und wenn Dampf kommt, dann warten, bis da irgendwelche Hügel da drin entstehen. Und wenn das passiert ist und der Wasser auch noch immer mehr schwarz wird, dann sieht das gut aus. Dann kann man das irgendwann gleich trinken, dieser Kaffee. Und ach ja, hier, ich habe ja noch diese Kaffeesticks. Die werden irgendwann eines Tages auch noch verwendet. Das weiß ich noch. Die werden doch wirklich irgendwann verwendet. viele Grüße an Felix Not My Name. So, seht ihr das? Hier langsam Dampf kommt. Und weil hier Dampf kommt, ist die Wahrscheinlichkeit nicht gering, dass hier irgendwie so eine Berge drin sind, die sich bewegen und aufplatzen. Das heißt, ich muss mir erstmal so ein Gabel zurechtschaufeln. Wo ist denn mein Gabel? So. Umdrehen. Hier diesen Kaffeepad gegen die Wand hämmern, damit das noch mehr schwarz wird. Und dann ist bald Kaffee fertig. Jetzt, wo das Wasser hier schwarz genug ist, kann man das hier jetzt hier reinfüllen in diese Tassen? Und jetzt, da wo weiß dran ist. Und jetzt Zuckerwürfel. Und jetzt umrühren. Genau, jetzt ist Kaffee fertig.
So, die Sachen sind gepackt, Zähne sind gewaschen, Kaffee ist getrunken. Der ganze Müll ist hier eingepackt. Dieser ganz nervige, der mich dann gleich beim Rumschieben die ganze Zeit nerven wird, dieser Müll, der hängt hier rum. Also der ist eingepackt. Und jetzt zurücklaufen zum Bahnhof in Hör, nee, nicht Hörschel. Osterode, genau. Hinlaufen zu Osterode Start kommt. Hier, das sieht voll hübsch aus und so. Bloß so grau mit diesem Himmel. Deswegen ist das nicht so hübsch wie in der Sommer, hier, wenn wolkenfrei da ist. Genau. Deswegen sieht das so aus, wie das aussieht. Guck mal, dieser Weg hier, der ist richtig, hier, schmalzig und dreckig. Das sieht aus wie Durchfall und sowas. Deswegen, guck mal, das macht mein Rad hier die ganze Zeit so. Und das ist voll scheiße mit diesem Weg. Das mag ich nicht. Weil der so dreckig ist und scheiße für die Schuhe und Ausrutschgefahr und schlammig und so. Guck mal, das hier, das sieht so hoch aus und so weiter. Das geht da sehr tief rein. Und guck mal, da ganz hinten, da sind ganz kleine Häuser. Die sitzen da rum. Holzbalken, Holzbalken, das ist ein richtiger Holzbalken. Ihr seht diesen Holzbalken, oder? Das ist ein richtiger Holzbalken, voll geil. Holzbalken. Und hier in dieser Region sind ganz viele Holzbalken. So, jetzt müssen wir diesen steilen Berg hier hochlaufen und der ist steiler, als der aussieht. So steil ist der. So, wir sind jetzt gerade diesen steilen Aufstieg hier hochgelaufen. Und von da ganz hinten sind wir gekommen. Genau, und hier vorne schon wieder Ausblick oder wie das heißt. Genau, da ist Ausblick. So sieht dieser Ausblick aus von hier aus. Guckt euch mal meine Reifen an, welche Farbe die haben und wie das aussieht und so. Und hier. Von meinem Bruder, das sieht so aus. So. Ja, genau. Benutzt. Das sieht gut aus. Der hat genau dieselbe Radfarbe wie ich. So. Wir sind jetzt eben gerade hier angekommen, in dieser Schutzhütte, wo wir die erste Nacht geschlafen haben. Also, genau. Wisst ihr noch? Hier habe ich geschlafen. Und hier drunter hat mein Bruder geschlafen. Genau, in dieser Schutzhütte sind wir gerade. Was jetzt? Ja, keine Ahnung, vielleicht 5, 6 Kilometer bis nach Osterode oder zum Bahnhof oder so. Dann sind wir da, also etwas eine Stunde, eineinhalb Stunden, denke ich. Ja, eineinhalb Stunden würde ich mal schätzen. Dürften wir dann hier angekommen sein. Guck mal, da ganz hinten, da sind Häuser und so. Und ich glaube, das ist Osterode oder wie das heißt. Ich weiß gar nicht, ob ihr die seht, aber wir sehen halt diese Häuser da ganz hinten. Und ja, da müssen wir hin. Da ist dieser Bahnhof, wo wir dann wieder zurückfahren. Also müssen wir genau nach diese Richtung hier weiterlaufen und dann irgendwann, bis wir diese Häuser erreicht haben. Guck mal. So sieht diese steile Straße optisch aus, wenn die nach runter geht. Genauso. Und da laufen wir jetzt die ganze Zeit runter. Und da sind wir ja vorgestern von da unten hier nach ganz oben hingelaufen. Ja, genau. Und ja, und jetzt laufen wir halt ja auch hier runter. Guck mal, Tunnel gefunden, der nach oben geht, wo hier Autos und noch mehr Autos und Fahrzeuge und sowas hier durchfahren. Genau, so ein Tunnel ist das jetzt gerade hier. Ja, na genau, so etwas fährt hier lang. Sogar Autos mit Anhänger. Hier, Mülleimer gefunden. Aber hier,
weil dieser Mülleimerschnitt viel zu klein ist und viel zu voll und überfüllt ist und dieser Müllsack so fett und groß ist, gehe ich jetzt hier rüber über diese Straße, da ganz hinten, da ist ein Mülleimer, der voll offen ist. Genau, und da werde ich hier diesen Müllsack hinbringen. So, hier ist dieser Mülleimer. So, wir laufen jetzt hier durch diese Innenortschaft durch. Und wir müssen uns noch ein bisschen beeilen wegen Zug, weil der fährt bald. Und jetzt hier an diesen verschmierten Bahnhof angekommen. Und jetzt hier ein Ticket kaufen gehen. Ja, der Zug ist da. Und jetzt einsteigen. Wir fahren jetzt mit diesem Scheißzug. Und hier, guck mal, ich habe in diese Toilette da gerade, diese Toilette sowas von vollgeschissen mit ganz viel Bierschissgeruch. Das habe ich gerade wirklich gemacht. Und jetzt fahren wir zur nächsten Umsteigehaltepunkt. Ich glaube Herzberg oder wie das heißt. Diese Haltestelle. Da werden wir gleich aussteigen. So, wir sind gerade in diesem Umsteigebahnhof Herzberg angekommen. Dieser Umsteigezug, der vorne kommt, der kommt her. Und da steigen wir jetzt ein. So, wir sind gerade in Northeim angekommen. Weil das hier ist der Umsteigebahnhof. Der nächste gewesen. Und hier kommt der nächste Zug vorbeigerollt. Genau, und hier steigen wir jetzt ein, um noch weiter zum nächsten Umsteigebahnhof hinzufahren. So, gleich sind wir in Celle angekommen. Und ich habe nur eine Minute Umsteigezeit. Das heißt, ich muss gleich schnell machen, weil ich in Celle angekommen bin. Da hoffe ich mal, diesen Zug erwischt zu haben. So, ich bin gerade umgestiegen. Ich habe den Zug gerade so bekommen, erwischt. Voll cool. Das war, glaube ich, der schnellste Umstieg, den ich jemals gemacht hatte. Direkt aus dem Zug rausgerannt und dem gegenüberliegenden Gleis gleich reingefallen. In wenigen Sekunden. So, und jetzt nächster Umstieg in Hannover. So, ich bin in Hannover Hauptbahnhof angekommen. Und ich habe jetzt ungefähr 25 Minuten Umsteigezeit. So, ich habe noch ein bisschen Umsteigezeit. Und deswegen werde ich hier bei diesem verschmierten Burger King ein bisschen Abendbrot holen. So, ich sitze jetzt hier in diesem Zug drin. Und hier, guck mal, ich habe gerade einen Burger geholt. Und das war gerade so richtig knapp. Weil hier auf diesem Bahnsteig, wo ich eigentlich hin musste, da war ich ungefähr 2 Minuten vor Abfahrt des Zuges oben drauf. Und da ist mir aufgefallen, dass dieser Zug auf einem anderen Bahnsteig verlegt wurde. Sodass ich dann zum nächsten Bahnsteig so richtig Gas geben musste. Und ich habe den in der letzten Sekunde gerade noch bekommen, diesen Zug hier. Ich musste richtig sprinten und so weiter, mit meinem Scheißwagen. Das war voll scheiße gewesen. Aber jetzt ein bisschen Abendbrot fressen und gleich und dann später nach Bremen ankommen. So, ich bin in Bremen angekommen und jetzt letzter Umstieg hier zur Straßenbahn oder so. Genau. So, ich bin hier an dieser Haltestelle und werde jetzt mit dem Bus nach Hause fahren. Man sieht sich gleich, wenn ich gleich zu Hause angekommen bin. So. Hier, oh, endlich mal diese dreckige Scheißmaske ausziehen. Und jetzt sieht mein Bart so aus, als wenn das schon Ewigkeiten nicht mehr gewaschen ist. Und hier, guck mal, ich melde mich doch jetzt schon nochmal, weil hier, ich bin da hinten, da ganz hinten, das ist dieser, ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber da ganz hinten, das ist dieser Bauhaus. Hier bin ich gerade. Und ich bin jetzt gerade doch nicht die Straßenbahn, ich bin dieses Mal Bus gefahren anstatt Straßenbahn, weil Bus stand direkt vor mir und Straßenbahn hätte noch viel zu lange gebraucht. Deswegen dachte ich lieber jetzt Bus nehmen, hier sein und noch einen Kilometer laufen bis ich zu Hause angekommen bin, so ein paar hundert Meter. Und da, wenn ich gleich zu Hause angekommen bin,
Ja, dann bin ich zu Hause angekommen. So, ich bin gerade zu Hause angekommen und das war voll cool Tour gewesen. Ich werde gleich eine Runde duschen gehen und dann glaube ich, das Video anfangen zu beschneiden. genau, das mache ich jetzt. Und von daher, tschüss, bis zum nächsten Mal, euer verschissener Natururin. Oi, hier, ich habe schon wieder meinen gelben Sack an, weil hier, weil Regen ist wieder zurückgekommen. Das hier, das ist ein Weg mit Nass dran, mit Matsch und Flüssigkeiten und sowas. Wegen diesem ganzen Flüssigkeitsweg muss ich hier jetzt Urin machen.